Vielleicht den Hintergrund suchen, wieso wird das Volk beraubt. Schauen, und zwar außerhalb der Flugzeit, am Abend, nicht bei dem vollen Mittagssonne, wenn sowieso die Treiber da sind und überall liegen, sondern warten, bis der Flug beruhigt ist und dann kontrollieren, hat es eine Königin drin, ist die Königin in der Brut, wie sieht es aus mit der Futterreserve, das Flugloch verengen, Glasscheiben vorne her, einfach die technischen Massnahmen treffen und am nächsten Tag wieder beobachten. Ja, sicher. Ich könnte schon so Sachen machen, aber macht einfach Sachen, die nicht nachhaltig Rückstände haben, die auch ein Produkt Honig geben. Also, wenn ihr jetzt etwas machen wollt, dann ist es jetzt zu spät. Also, dann müssen wir vor 3 Wochen kommen und dann kann sich das Bienenvolk gut. Ihr könnt zum Beispiel das Bivital geben, ein Produkt, das ist ein Oxalsäure-Mischprodukt, das relativ tief dosiert ist, wo auch noch ätherische Öl drin hat. Das könnt ihr über Bienen hier träufeln. Die Bienen nehmen das im sozialen Austausch auf. Das Produkt geht in die Blutbahn der Bienen und nachher, wenn es Milben drauf hat, dann putzt es sie, oder? In dem Sinn. Aber es wirkt nicht in die Brut, sondern nur auf den lebenden Bienen, also auf den adulten Bienen. Aber geht nicht mit irgendwelchen ätherischen Öl, Thymian oder weiss ich was, Majoran, was da alles schon drin gelernt haben, so Sachen. Weil das ist so, also die Produkte, die gehen in Wachs hier, die bleiben dort drin als Geschmacksstoff im Wachs drin und am Schluss geht es über den Wachs wieder in Honig rein, oder? Das ist immer, also der Wachs ist ja unser Vorratsbehältnis für den Honig. Und wenn das in Wachs kommt, dann kommt es nachher auch in Honig rein. Und das ist einfach sehr heikel. Und wenn ihr die Varroa-Bekämpfung macht, dann kommt die im Sommer, sprich nach dem Abernten Ende Juli, wird die Sommerhautbehandlung gemacht. Und nachher die Winterbehandlung in der brutfreien Zeit im Verlauf November bis Mitte Dezember. Das ist die Varroa-Bekämpfung und sonst machen wir eigentlich keine Varroa-Bekämpfung. Wir können bei den Jungvölkern Varroa-Bekämpfung machen, wenn wir sie gebildet haben, aus, und die haben ja keine Honigwabe drauf, also haben wir da überhaupt kein Problem. Kein Problem, Motorsäge, vibriert. Und dort einfach, die Jungvölker können das ganze Jahr behandeln, aber die Völker, die man für die Honigproduktion nennt, können die nur dann behandeln, wenn wirklich keine Honigwabe dazu kommt. Weil jeder Eingriff vom Imker kann ein Rückstandsproblem im Honig hineingeben. Gut. Sind sonst noch Fragen? Dann könnt ihr doch aufs nächste Mal einen Fragekatalog zusammenstellen mit 2, 3 Fragen, die euch nach eurer Sicht, wo ihr keine Antwort dafür findet, die euch brennend interessieren, dass ihr eine Antwort dazu bekommt. Könnt ihr entweder im Vorfeld mehr per E-Mail übermitteln, oder tun Sie es nächstes Mal formulieren, dass wir die zusammenstellen können und probieren, im Kursbereich hinein Antworten dazu zu suchen oder miteinander die Lösung dazu von der Antwort zu finden. Weder wollen den letzten Kurs nachschauen auf YouTube. Ja, das ist einfach frech, weil ich sind ja alles auf www.bienen.ofm.li. Die Seite kann ich mir gratis Alles klar. Haben Sie aufgeschrieben? Bienen.ofm. OFM. OFM.li. Liechtenstein. L-I. L-I. Das ist ja meine Domain. OFM. Ich habe nicht kurze Domains gefunden. OFM.li. Okay. Also, da können wir. Repetieren. Das ist gut. Gut, dann für die, die noch Zeit haben, nehmen wir nachher noch ein Feierabendbierli. Einmal ein kühles Honigbier zum Probieren. Und für die, die auf den Heimweg müssen, danke fürs Interesse. Kommen gut heim und das nächste Mal treffen wir uns am 30. April, ist das richtig?